Mehmet Aykol ist auf dem Weg zum Seminar. Er studiert im 4. Semester Rechtswissenschaften in der Berliner Justizvollzugsanstalt Tegel. Früher war er Bauunternehmer. Jetzt sitzt er eine lange Haftstrafe ab und studiert an der Fernuniversität Hagen. Damit er sich auf Klausuren und Hausarbeiten vorbereiten kann, hat Mehmet Aykol einen stark eingeschränkten Internetzugang. Natürlich hätte ich gerne mehr, also zum Beispiel wenigstens, dass man uns gewährt, dass wir auf die digitale Bibliothek zu kommen, damit wir das auch recherchieren können. Aber wir müssen uns mit dem begnügen, was wir jetzt haben, und das haben wir hier gewährt bekommen. Wenigstens haben wir ja das begrenzte Maße. Seit 2002 können Gefangene in Tegel zum Studieren das Internet nutzen. Genauer, einen winzigen Ausschnitt des Netzes. Die drei Fernstudenten haben ausschließlich Zugriff auf Internetseiten der Fernuni Hagen. Dort können sie sich auch mit anderen Studenten austauschen. Dass es dabei nicht immer nur ums Studium geht, sondern auch mal Persönliches besprochen wird, weiß auch Lars Hoffmann, der das Projekt in Tegel von Anfang an begleitet hat. Naja, solange es sich im universitären Bereich abspielt und auch die anderen Nutzer auch Mitglieder der Fernuni Hagen sind, ich sage mal, dann drücken wir da auch schon mal die Augen zu. Aber klar ist natürlich auch, dass wir schon großen Wert darauf legen, dass der Informationsaustausch vorwiegend im universitären Kontext erfolgt. Der gesamte E-Mail-Verkehr der Studierenden wird überwacht. Denn für private Kontakte gibt es ja Briefe und das Telefon. Genau das aber findet der Rechtswissenschaftler Florian Knauer ziemlich antiquiert. Wenn es nach ihm ginge, hätten viel mehr Gefangene Zugang zum Internet. Auch als Vorbereitung auf die Zeit nach dem Knast. Gerade Gefangene sind häufig schreibungewohnt. Ganz abgesehen davon, dass auch im Internet Arbeitsamt, Wohnungssuche eine ganz große Rolle spielen, Internetbörsen in diesem Bereich. Und auch darauf muss man die Gefangenen schon während des Strafvollzuges vorbereiten für die Zeit nach der Entlassung. Allen Häftlingen würde auch Florian Knauer keinen Internetzugang geben. Aber wer wegen Verkehrsdelikten, Diebstahl oder Körperverletzung sitzt, dem könnte Kontakt nach draußen dabei helfen, nach der Haft straffrei zu bleiben. Im niedersächsischen Roßdorf testet man das bereits. Dort haben einige Gefangene einen Internetzugang in der Zelle. Natürlich ebenfalls stark eingeschränkt. Danny zum Beispiel. Zwischen 3 und 4 Stunden verbringt er jeden Tag mit dem Schreiben von Nachrichten. Sondern einfach auch, weil man über die E-Mail-Funktion auch Kontakt nach draußen tragen, also mehr halten kann. Und das beschleunigt vieles. Über ein Multifunktionsgerät kann Danny in der Zelle Fernsehen schauen, telefonieren und sich eben auch durch von der Anstaltsleitung handverlesene Internetseiten klicken. Kicker.de beispielsweise oder Nachrichtenseiten. Die Textnachrichten, die man in Roßdorf E-Mails nennt, sind allerdings eher mit SMS-Nachrichten vergleichbar. Sie laufen über die Eingabeplattform einer externen Betreiberfirma. Dieses Unternehmen kontrolliert auch den Datenverkehr. Und das kostet. Dafür zahlen aber nicht die Haftanstalten, sondern die Gefangenen. Mit jeder einzelnen Nachricht. Ich schreibe so am Tag so circa zwischen 20 und 50 E-Mails. Und wenn ich keine Unterstützung von draußen hätte, wäre das so für mich nicht möglich, einfach weil eine E-Mail 20 Cent kostet. Und auch das Gerät kostet. Zwischen 12 und 16 Euro im Monat. Für einen Gefangenen sehr viel Geld. Trotzdem macht man in Roßdorf sehr gute Erfahrungen damit. Die Gefangenen sind entspannter. Und auch die Kontrolle der Geräte ist einfacher, weil alle baugleich sind. Doch bisher dürfen nur in Niedersachsen Gefangene privat ins Internet. Andere Bundesländer haben sich noch nicht entschieden oder erlauben Internet nur in der Aus- und Weiterbildung. Gerade hier könnte der Gesetzgeber ruhig ein wenig visionärer sein, meint Florian Knauer. Die Gesellschaft weiß wenig von dem, was hinter den Mauern geschieht. Angehörige selber kennen das vielleicht von Besuchen her, aus dem Schriftwechsel, mal von Telefonaten. Aber einen intensiveren Austausch, da würden beide Seiten von profitieren. Die Gefangenen, dass sie nicht so abgeschnitten sind von der Gesellschaft. Und die Gesellschaft täte gut daran, stärker Einblick zu nehmen in das, was in den Strafvollzugsanstalten vor sich geht. Das Internet könnte dabei helfen, Strafgefangene besser auf das Leben nach dem Knast vorzubereiten. Und davon hätten auch alle jenseits der Mauern etwas.